Hallöchen Leute, weiter geht's endlich wieder mit Dark Orbit. Wir schießen jetzt einiges durch. Ich habe vor, jetzt das Pet zu leveln, auf jeden Fall. Das ist sehr hilfreich. Ich habe zwischendurch jetzt bis jetzt immer nur einiges an gesammelt? Palladium. Genau, dementsprechend habe ich halt jetzt ein paar Gates-Teile, die zeige ich auch beim nächsten Mal, wie weit die Teile sind. Ja, das kann ich dann besser da zeigen. Was habe ich da jetzt gemacht? Warum schieße ich? So, na gut. Auf jeden Fall verteilen wir gute Kellen, wie ihr seht, ne? Das passt ganz gut. Wir kommen auch den Schritten weiter und ich in der nächsten Folge oder danach zeige ich euch auch, wie weit ich generell bin. Insgesamt, mit allem. Wie viel da? 610.240 Erfahrung hat das Pad aktuell. Stufe 4. Und mit Stufe 8 können wir dann halt schön die Level 3 Sachen kaufen. So, dann gehen die Gates auch schneller mit dem Kami. Ja. Was habe ich da? Das sind nämlich die. Ich nehme die teureren Raketen. Ja gut, das passt. Und die Eco 10. Ja. Das ist das Feed im Hintergrund. Das muss ich mal ausmachen. Das nervt ein bisschen schon. Den habe ich jetzt auch eingestellt endlich. Den Rocket Launcher. Dass da auch mal ordentlich ein bisschen Pfeffer hinterkommt. So. Den haben wir schon mal. Was gibt's denn dafür? Bis 2600 Erfahrung. Ja, dann müssen wir da ein bisschen was von schießen. Nebenbei natürlich immer schön Bonusboxen sammeln. Für die Gratis-Energie. Und ein bisschen habe ich auch bei diesem 400% Sale, Helix, Supercell war das, habe ich dann doch 10 Euro investiert. Um dann halt ein bisschen die Gates weiter zu kriegen. Nicht nur das Alpha, Beta, Gamma, sondern jetzt bin ich auch nicht auf Jumpen gekommen, oder? Ne, Gott sei Dank. Auch das Lambda. Ne, das Zeta. Welches war denn das jetzt? Ja, das habe ich schon vergessen. Gut. ist auf jeden Fall sehr weit. Oder können wir auch anfangen, hinterher die Headbox zu sammeln? Das wäre super nice. Und hätte natürlich dann generell einige Vorteile. Wo geht's denn noch hoch? Ich will den nicht schießen. Ja gut, versuchen wir mal. Eigentlich macht er keinen Unterschied. Einfach. Ja doch, der hat mehr Reichweite. Das Problem. Ja, da müssen wir mal einfach ein bisschen Schildmunition benutzen. Auch kein Problem. Und weiter. Ah, der nehme ich mal in 2er. Generell bin ich jetzt bei noch 287.000 Schuss. Geboostet mit Promerium. Mit der Schildmunition. Skylab zeige ich euch auch dann später, wie das aussieht. Tja, was noch? Ach, theoretisch kann ich auch mal eine andere Konfi nehmen. Bisschen mehr Schild. Da ist auch der Rocket Launcher drin. Da habe ich dann, glaube ich, auch sogar 2 Laser mehr mit drin. Weil ich dann die Schilde anstatt Antriebe habe. Ja, das kann sein. Machen wir es einfach so. Funktioniert besser. Er zieht hier alles hinter sich her. No, jetzt habe ich die am Hintern. Das ist doof. Seeprom haben wir dann auch bald.
Wie gesagt, ich zeige euch das dann, wenn es soweit ist mit dem Skylab. Ich werde in den nächsten zwei Folgen das dann alles erklärt. So, stirb. Endlich. Oh, was ist das denn? Die droppen doch irgendwas, oder? Oder zumindest ist da die Chance, dass sie was droppen. Glaube ich. Was macht mein Pet? Schießt das da mit, oder was ist da los? Ressourcen sammeln. Na gut, dann ziehen wir eben kurz mit 3 Munition los. Da hab ich da echt was rausgeschossen. Dann geh ich auf den Sack. So. Eben kurz wechseln. Nein, ist wieder weg. Ich muss gleich reparieren. Ach, der schießt auch auf mich. Ach, die schießen alle 3 auf mich. Ja, das Problem ist jetzt. Jetzt habe ich den verloren. Dann müssen wir uns kurz durchreparieren und das Ding gleich wieder suchen. Müssen wir irgendwie wiederfinden. Da, repariert endlich. Von hier aus schießen kann ich nicht. Nö. Hier kommt die Wechsel, repariert er nicht mehr weiter, oder? Doch, macht er. So, ziehen wir uns ein bisschen Schild weg. Und gucken, was er droppt. Einfach. Ob sich das lohnt, dann doch die Roten zu schießen. Dass er nebenbei nicht nur leveln, sondern auch. Ja, komm. Oh, der Sound bei den 4 Munition ist schön. Wenn sie mal treffen würde. So. Was kam da jetzt? Da kam nichts. Okay, der ist schon mal nichts. Was mit dir? Der schießt gar nicht. Das andere Viech ist jetzt weggeflogen. Hier. Hybridlegierung erhalten. Da könnte ich mal. Da könnte ich doch mal gucken. Wer hat da geschossen? Das Kristallin. Eiskalt. Was die Hybridlegierung bringt. So, mit 2 Munition sterben wir ganz gut. Ja, ich glaube, generell im Gate wäre ein bisschen mehr Erfahrung. Ich könnte auch eine Quest annehmen. Ich müsste gleich mal eine Quest annehmen. Gegen Kristalline. Oder für, besser gesagt. Hier auch nichts. Und nebenbei schön sammeln. Theoretisch könnte ich auch auf die Kubicon-Map gehen und die Leute da ärgern. Die schießen immer die Boss-Kristalline hier weg. Damit sie beim Kubicon nicht nähern. Und wenn man sie dann den letzten Schuss halt gibt, kriegt man schon die Erfahrung. Das mache ich auch, glaube ich, demnächst. Hab. Hab. Leider habe ich noch keinen zweiten Slot für das Pad, dass es beides machen kann. Ich hatte nämlich Ressourcensammler doch geholt. Und Cargoboxensammler. Stufe 2. Brauche aber generell mit den Protokollen und so alles Stufe 3, um dann hinterher wirklich im Palladiumfeld das ganze Feld mitnehmen zu können. So, weiter geht's. Leider sehen wir durch den Lock nicht unbedingt, was da. Wobei, wo ist der? Montageberg. Booster, nein, Lock. Da. Ich glaube, der
Der fun- ja, hätte ich den immer, sonst immer benutzt, ne? Der funktioniert richtig. Wenigstens einer. Leider kriege ich keine vernünftigen Sachen da drin. So. Und beim nächsten Mal, ich hoffe, das stört nicht, mache ich das Piepen aus vom Rocket Launcher. Das ist ja ein bisschen stört. So. Den Krieger nehme ich mit. Und falls ihr sagt, hier auf den Battle Maps kann man doch besser sammeln, da muss ich sagen, ist das Problem, da werde ich noch weggeschossen. Da gibt es noch einige Leute, die sind um einige stärker. Dann bringt mir nichts, wenn ich da ein bisschen rumsammeln und dann wieder sterbe. Da kann ich lieber zwischendurch immer mal hier 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Palladiumfeld sammeln. Und dann dahinter in meine Ruhe. Und ja, muss wenn ein paar NPCs wegschießen. Aber da gibt es ja auch einen Trick, um getarnt zu bleiben. Einfach am Rand vom Feld zu bleiben, ne? Ist auch nicht schlecht. Würde auch funktionieren. Das kann ich auch mal zeigen, wie ich das immer mache. Aber das mache ich dann am hinterher mit dem höheren Protokoll. Erstmal bin ich jetzt darauf erpicht, das Pet Level 8 zu kriegen. Oh, da, jetzt gibt's ein bisschen extra Energie. Das ist ja ganz schick. Durch die Krisis kriegen wir auch schön Credits. Für die Munition, das ist auch nicht schlecht. Was ist das hier? Ah! Was war das? Das war ein Prismatium. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Aber es ist was fürs Montagewerk, also kann das ja nicht schlecht sein. Und wenn wir gerade so rumschießen die ganze Zeit, kriegen wir auch immer wieder schön zwei Munition zum Weiterschießen. Da ist jemand getarnt. Ob das jetzt einer von uns war, weiß ich nicht. Jetzt habe ich irgendwas erwischt. Den Lock da oben werde ich auch mal ausschalten, glaube ich. Der geht mir auch voll auf den Sack. Nimm ich lieber meinen. So, jetzt ziehen wir eben noch den Krise nach unten. Und dann schauen wir mal kurz, wie viel. Mein Gott. Lahmarschig ist der. Wechsel ich noch kurz die Konfi. Auf die mit dem Schild. Ob wir das lieber so machen oder ob ich dann doch lieber. Ja, gut, okay. Wenn ich mir so angucke, habe ich 673.000 Erfahrung. Das sind gerade mal 10.000 mehr als vorher. Das heißt, eigentlich müsste ich dann doch mal. Ja, doch, die Geld zusammenkriegen. Fürs Pet. Nur aber so, nebenbei. Geht das dann auch. Mit den Boxen sammeln. Immerhin. Mit der 2 Munition geht es auch noch recht zügig. Wo ist denn jetzt die Cargo-Box? Da drunter. Die will ich natürlich haben. 16 Promerium pro Kriso. Boah, ist das nicht schlecht. Wieder alles und der Rest automatisch veredelt. Ja, das passt doch. 626.000. Was wir hier angefangen. Was haben wir angefangen? 612, ne? Ja. Da muss ich dann mal schauen, wie ich das am besten leveln kann. Obwohl zwischendurch immer mal wieder ein bisschen. Ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Gehen wir mal raus. Und dann schauen wir uns mal hier das Skylab an, wie weit wir da schon sind.
Oder das Pad auch gleich. Hier. Die Sammler Stufe 20, also ganze linke Seite ist hier Stufe 20. Die rechte Seite, das wird auch in 34 Stunden, 35 Stunden besser gesagt, Stufe 20 sein. Das Xeno-Modul auch. Das Promere-Raffinerie ist im Weg Stufe 17. Und Seeprom ist auf dem Weg zur Stufe 13. Und hier nutze ich dann auch auf Seeprom immer hier die Kino-Module. 10 Stück am Tag. Durch das Anschauen eines Videos kannst du die Bauzeit um 45 Minuten verkürzen. Das jeden Tag, das ist ganz cool. Ja, und halt die Gates sind dann sofort da. Das Alpha ist mittlerweile wieder auf 31 Teile, weil ich habe ein bisschen geklickt, wie gesagt, durch das Banken. Einmal bei den 400% mehr. Das Beta ist bei 46 von 48 immer noch. Das Gamma ist bei 75 von 82. Und das Zeta habe ich bei 97 von 111. So. Also nicht mehr lange. Und dann geht's los. Dann können wir da ordentlich. Aber wir können es jetzt mal was suchen. Mit 5 in extra Energie. Mach ich mal so. Alles klar. Hätte ich jetzt Doppler geklickt, hätten wir 2 Teile bekommen. Dann klicke ich nochmal. Ganz normal. Nochmal. Noch einmal. Oh, schon wieder. Was war das? War nicht ich. Gut. Dann versuchen wir jetzt. Na, Xenomid. Das, was wohl mega unnütz ist. Schade. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann hoffe ich, dass ich dann auch ein bisschen weiter bin. Wenn ich zwischendurch nicht aufnehme, sammle ich dann wieder auf der 5-3 weiter. Dann machen wir das Geld. Irgendwann hier durch. Und da kommen ja noch einige andere. Ja? Bis dahin, haut rein. Adios und tschüss.